So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order mit der toten Gogora hier. Das sieht übrigens aus wie das Zeichen, was bei Alien vs. Predator der Perle auf die Wange gemalt wird, beziehungsweise bei dem Predator auf die Stirn. Jetzt muss ich gucken, wo wir hin müssen. Also hier können wir jetzt hin, hier können wir hoch. Ja, da, ich werde am Ende, wenn wir alles haben und so, ich will ja versuchen, alles auch irgendwie, ne, voll zu kriegen. Heißt, alle Kartenabschnitte, ja, alles halt, soweit, ne. Werde ich hier eh nochmal zurückkommen und hier nochmal alles clearen. Deswegen werde ich jetzt erstmal der Story soweit folgen. Also ich hoffe, wir können danach noch dahin. Ich weiß es nicht, ich hoffe mal, ne, weil, ja, wäre eigentlich doof, wenn nicht. So, hier können wir hoch jetzt. Ach so. Wir müssen hier also nur runter. Na gut. Und hier ist Wandlauf. Oh, verdammte Scheiße. Gut, das war... Oh, nein, nein, nein. Denkst du, du bist mir gewachsen? Ja. Ja, schieß doch! Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Die Viecher, die mag ich immer noch nicht. Gegen die komme ich irgendwie nicht so wirklich klar. Ich lese mir, glaube ich, nochmal den taktischen Leitfaden dazu durch, wie wir die am besten besiegen können. Ey, das ist ja... Die sind aber auch so ekelhaft flexibel und so, ne? Und es ist auch einfach echt arm, dass die stärker sind als diese Gorgora, Mann. Ach, die haben wir auch neu. Die neunte Schwester, tödlich, Nahkampf vermeiden, weniger flink, nutzt Distanz und Beweglichkeit für Angriffe. Die neunte Schwester ist als ehemalige Jedi eine beeindruckende und gefährliche Dovutin-Inquisitorin. Ihre Beherrschung der Macht wird durch die außergewöhnliche natürliche Begabung, Gedanken zu lesen, zu sich verstärkt. Sie ist zwar nicht so flink wie andere Inquisitoren, nutzt aber ihre Stärke und ihren Verstand, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ja, das... Hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Da ist es doch. Niederer Nydok setzt auf eine starke Verteidigung, um die aggressiven... Achso, ich auf einen unerbittlichen Angriff der Kreatur abzuwehren. Kann mit wiederholten Paraden aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Ja, okay, das hätten wir vielleicht wissen müssen. Ich heule gleich. Unsere EP sind weg. Und wir haben eh nie so viele bekommen. Möchte ich mal dazu sagen. Die waren ziemlich mau, ne? In letzter Zeit, was wir bekommen haben. Ich überlege gerade, ob hier noch irgendwo was ist, wo wir... Also hier ist noch was zu. Das müssen wir von der anderen Seite öffnen. Okay. Da auch. Hier. Aber haben wir denn noch irgendwie so eine Fähigkeit, die wir bekommen müssen? Oder... Ist das jetzt nur noch die... Die EP, die wir brauchen, um halt alle anderen Fähigkeiten nochmal so, sag ich mal... Kampffähigkeiten aufzuleveln, oder... Ich weiß nicht. In den Nahkampf! Brüder, helft mir! Er zittert vor Angst! Er gehört mir! Denkst du, du bist mir gewachsen?
Versuch's mal, Jedi! Deine Niederlage ist sicher! Er läuft weg! Ein Ende naht! Wirf mir einen Stim zu! So verteidigt sich ein Feigling! Ja. Aber ein lebender Feigling. Sorry, dass ich gerade nicht geredet habe. Ich musste mich ein wenig konzentrieren. Achso, warte mal. Oh, guck mal, hier. Ah. Das können wir auch. Ich benutze die ganzen Fähigkeiten einfach gerade gar nicht. Das ist beschissen. Deswegen bin ich auch so oft tot. Ich sag mal so, wenn das Spiel einer richtig gut kann, wird er auf dieser Schwierigkeit... Es wird ihm zu einfach sein, würde ich jetzt glatt tippen. Ich dachte, wir könnten da drauf klettern. Vielleicht, aber können wir nicht. Also es an sich, manche Sachen sind halt blöd. Zum Beispiel dieser Doppelsprung von ihr, wo er nicht gesprungen ist. Den fand ich jetzt halt... Nein! Oh. Oder das, wenn er einfach so dumm springt. Oh, da wollte ich nicht hoch. Nein. Ach, Mann. Nein, erst das hier. Und dann das hier. Und dann machst du den hier. So, das zum Beispiel sind so Situationen, die feiere ich nicht so. Aber gut, ich sag ja, ich bin auch nicht gerade so der Geübte in dem Spiel. Wahrscheinlich andere, zack, fertig. Ja. Es ist auf jeden Fall, finde ich, fair. Die rechnen nicht mit unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen. Wo müssen wir denn da hin? Hier ist die Brücke ins Dorf und hier können wir hoch. Das ist, ja, das ist damit, glaube ich, gemeint. Okay. Alles in allem, das Spiel ist... Ich finde es gut. Ich wette, so Leute, die wirklich Dark Souls und so suchten ohne Ende und in solchen Spielen halt echt gut sind, die werden damit keine Schwierigkeiten haben und... Ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Cutter auf Kashyyyk. Und, die werden das Spiel wahrscheinlich auch, so wie ich... Also, ich habe schon öfter gehört, so, dass das Spiel wohl schnell durch sein soll und sowas, aber... Ja gut, das sind halt Leute, wenn man es kann. Ja, dann ist ein Spiel halt, ne, dann ist das nicht mehr schwer. Dann kannst du da auch durchrennen ohne Ende, ne, wenn du sowas oft spielst, okay. Zeig mal, was du gefunden hast. Oh, neues Lichtschwertmaterial, Dolovit. Aber, andersrum gesehen, wenn ich zum Beispiel, ich habe damals viel Call of Duty gesuchtet. Und am meisten den Singleplayer. Also Multiplayer natürlich auch viel, aber diesen Singleplayer, den habe ich immer geliebt, so. Weil ich fand das immer geil. Und da war ich auch schnell durch auf Veteran. Gut. Wenn jetzt welche nicht so gut waren, ne, die haben dann da ein paar Stunden gesessen. Was ist es? Neues Poncho-Material, dann kann ich auch kurz zu Ende reden, ne? Die haben da auch wahrscheinlich ein paar Stunden dran gesessen. Und ich finde aber für... Es ist zwar ein Vollpreistitel okay, aber... Ich finde es gut. Es kann... Ist solide. Und kann nicht meckern. Er ist gefährlich. Wir sollten ihn töten. Nein, wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Der Gefangene. Die Brüder der Nacht sind auf jemanden gestoßen. Einen gefährlichen Fremden, der, wer er auch war, sie haben ihn zum Anführer ernannt. Ja, aber auf jeden Fall, was ich sagen will damit ist, also manches, das man hier gesagt, zum Beispiel, oh, ist zu kurz oder so, damit kann ich einfach nicht konform gehen. Weil, es ist halt, ist eine Empfindung, okay, aber kommt halt immer drauf an, ach hier, wie gut man auch in dem Spiel ist. Das Spiel ist ja jetzt, soll jetzt nicht nur für die absoluten Profis gemacht sein. Okay, der schwierigste Schwierigkeitsgrad vielleicht. Wir haben jetzt den zweitschwierigsten. Ich weiß nicht, wie der schwierigste ist. Ich will es auch nicht austesten. Ich sterbe auch genug hier in dem. Aber ja. Alles in allem, das Spiel ist solide.
Da gibt's EA-Titel, die sind wesentlich beschissener. Und EA hat sich wirklich schon echt gut, also hat sich schon gut entwickelt, sage ich mal wieder. Weil die sind ja teilweise abgedriftet in Sachen, da dachtest du dir so, das geht gar nicht. Ne? Auch die Zeit oder die Zeiten, wo sie da wirklich diese Mikrotransaktionen bis aufs Äußerste ausgereizt haben, wo man sich nur so dachte, so, ja, gut, ne, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich meine, bei FIFA, okay, da kann ich, ich würde es halt nicht spielen, ne, das ist ja dann aber auch was, du musst es nicht haben, ne, du kannst Ultimate Team spielen, du kannst es auch so spielen, dauert halt nur verdammt lange, soweit ich das weiß, soweit ich das gespielt habe, aber du musst es nicht. Andersrum, bei manchen anderen Sachen, zum Beispiel Battlefront 2 am Anfang, das war ja absoluter Crap. Auch, ist jetzt auch total verbessert worden. Also, ne, kann man eigentlich, ja, man muss mal sehen. Bis jetzt ist das Spiel einfach echt gut. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich hin muss. Ich muss da runter. Ach nein. Kämpf mit mir, du Feigling! Bereit zum Sterben, Jedi? Er flieht! Stirb, Eindringling! Erledigt den... Ja, übertreibt doch noch mehr! Seht euch das an! Er repariert sich selbst! Er repariert sich. Stell dich und kämpfe! Wo sind die Kackbogenschützen hier? So. Ja, ja, das ist zum Beispiel wieder so eine Sache. Er pariert nicht. Jetzt wollen sie wieder nicht schießen, Mann. Bereit zum Sterben, Jedi? Es muss jetzt aufhören. Also dafür, dass das hier ihr Dorf ist, ne? Brüder. Ist das ziemlich mau. So, wir haben jetzt in dieser Szene mehr Erfahrungspunkte gekriegt als in der restlichen Folge zusammen. Und dabei haben wir die große Gorgora getötet und was weiß ich. Das hätte man auch anders regeln können. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren. So, man kann ja auch leveln, wenn man Bock hat. Müssen wir wahrscheinlich sogar machen, um alles freizuschalten. Aber ich gucke mich hier auch mal ein bisschen um. Man weiß ja nie, ne? Hier könnte ja vielleicht noch was sein, was man sonst übersieht. Hier nicht. Oh, jetzt falle ich schon wieder fast runter. Also die Kisten oder so könnten ja hier versteckt sein. Also ich wäre zwar unlogisch, weil die wussten jetzt nicht, was Tim ist und haben gesagt, ich repariere mich selbst. Aber wer weiß, ne? Ich meine, das ist ein Spiel. Man soll zwar nicht komplett auf die Logik verzichten, aber wenn man nur auf die Logik guckt, dann ist eigentlich auch Käse, ne? So, hier ist auch nix. Jetzt frage ich mich, wo muss das hin? Wo müssen wir damit dran? Können wir da hoch?
Müssen wir hier irgendwo damit hin? Können wir da hoch damit? Anscheinend nicht. Oder? Ah, guck mal hier. Ne? Das wäre einfach so, als wenn wir unten durchgehen, oder wie? Wir haben Fähigkeitenpunkt. Und können an die Kiste. BD, hier drin. Was ist es, BD? Neue Mantis-Lackierung und... Oh, das ist... Das ist geil. Also die beiden, die sind echt cool. Das ist auch cool vom... Von der Farbe her, Kopfgeldjäger, aber... ist irgendwie keine gute Lackierung. Die ist aber auch cool. Die ist auch cool. Vor allem hiermit sind wir wahrscheinlich noch mehr getarnt, aber das so... Das ist so royal. Das ist so... So ein bisschen so untergrundmäßig, wir behalten erstmal die, die wir haben. So, wir behalten, was wir haben. Und gucken mal weiter. Oh, verdammte Scheiße. Schluss mit der Verzögerungstaktik. Ah. Für mich nicht gut, BD. Das war wieder absolut gut von mir, nicht? Gut, hier mussten wir sogar rein. Da ist doch noch eine Kiste. Ne, ein Echo. Okay, ich dachte, hier wäre wieder irgendein Scheiß. Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Der Eindringling. Die Brüder der Nacht haben einen Eindringling festgesetzt, warten aber auf Anweisungen. Ja, wollen sie ja nicht mehr. Ne, wollen sie ja nicht mehr. So, da müssen wir wahrscheinlich hin. Da will ich noch nicht hin. Ich will erst gucken, was hier ist. Okay. Oh, noch ein Echo. Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr. Einmischung. Die Brüder der Nacht waren Zeugen des Absturzes eines Schiffs in den Sümpfen. Ja gut, das wussten wir schon. Können wir sonst noch irgendwo hin? Ich meine, irgendwo muss doch... Irgendwo, ich glaube nicht, dass die Kiste jetzt nur dafür war, oder? Dass wir den hier schneller besiegen können, oder? Ich weiß nicht... Ach, okay. Die Kiste ist also dafür, dass wir da überhaupt rein können. Aber ich frage mich, ob da auch noch was ist. Da ist doch auch noch was, da ist doch ein Echo. Wer will sich dran festhalten? Verdammt. Vielleicht so? Nein! So, er will sich da immer noch nicht dran festhalten. Er hält sich einfach nicht dran fest. Warum hältst du dich da nicht dran fest? Warum machst du es nicht? Da auch nicht. Kann er sich da nicht dran festhalten, oder? Aber wie sollen wir das sonst machen? Wie sollen wir da hinkommen? Da führen auch noch Wege hoch. Da ist auf jeden Fall ein Echo. Und das will ich haben. Und da sieht das... Es sieht auch nicht so aus, als wenn wir irgendwo anders da hinkommen. Nochmal gucken. Da ist eine Treppenstufe. Vielleicht über die, obwohl da kommen wir gar nicht hoch. Ach, super. Ich weiß dann nicht, ob es gewollt ist, dass wir da überhaupt hinkommen können. Ist denn da was? Sehen wir das? Oder sehen wir nicht. Oder können wir von hier irgendwo... toll. Können wir von hier irgendwo dahin? So.
Weil hier komme ich anscheinend nicht hoch. Hier kann ich auch nirgendwo klettern. Gut. Ach, das brauche ich, glaube ich, gar nicht versuchen. Da kommen wir auch so überhaupt nicht hoch. Ah, irgendwie müssen wir da dran. Ansonsten müssen wir nochmal zurückkommen. Vielleicht kriegen wir nochmal so einen... noch einen höheren Sprung oder so. Oder kommen wir hier noch durch dran. So, das Echo ist hier irgendwo hinter, oder nicht? Ne, hier steht die Kiste. Das Echo ist weiter oben. Da kommen wir jetzt aber nicht hin. Oder? Ne. Oh, guck mal, wer da steht. Soll der uns nicht abschießen? Na gut, keine Ahnung, was mit ihm ist. Vielleicht kommen wir da jetzt auch hin. Wer weiß. War da was gerade zum Interagieren? Nee. Oh, ich muss aber sagen, die Stelle ist echt schön. Und hier ist es echt ruhig. Also im Großen und Ganzen gesehen ist das eigentlich schon ein echt schöner Planet, ne? So, wenn man jetzt auch noch mal ein bisschen hier das Grüne dazwischen betrachtet, zwischen der Kacke, dann kann der Planet echt gut aussehen. Ja, ist schön, dass du mich siehst. Jetzt nicht mehr, aber warte mal. Ah, guck mal hier. Okay. Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwo hier hinzukommen. Aber es war einfacher als gedacht. Der Eindringling will uns entzweien. Dann muss er sterben. Eindringlinge, jemand hat sich in die Belange der Brüder der Nacht eingemischt und er war nicht willkommen. Aber wer war denn der Eindringling? Okay. Wer war denn der Eindringling? Das würde ich mal gern wissen. Da unten war jetzt wirklich nichts mehr, oder? Also sonst nichts mehr. Das, ich muss sagen, das ist schon cool gemacht. Draußen, da hast du die ganze Landschaft und hier drin hast du dann irgendwie so eine... bist du echt so in der Behausung der Brüder der Nacht? Finde ich übrigens auch gut, dass das zum, dass das wieder Kanon ist, dadurch. Moment. Okay, da scheint nichts zu sein, was von Belang ist. Hier auch nicht. Will ich dahin? Hast du das Grab gefunden? Fast. Wurde allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datum, jetzt zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also... Ja, ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Nimm die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ja, BD und ich schaffen das. Wir könnten jetzt einfach so chillig zur, zu Mantis, ne? Hier gibt's doch sonst keine andere Abkürzung, oder? Nee. Ich dachte, hier könnten wir sonst eine Abkürzung fertig machen, die, damit wir von der Mantis aus dahin kommen. Das gibt's aber leider nicht. Schlecht. Müssen wir weiter hier hin. So. Na, oh, nicht schon wieder so ein... So ein enger Gang. Toll. Ich glaube, an der Stelle mache ich gleich mal kurz einen Cut. Und spiele dann natürlich direkt weiter, aber... Hier gibt es, glaube ich, auch nichts zu speichern, ne? Nee. Dann mache ich hier mal einen kurzen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, die ich direkt weiter aufnehmen werde. Bis dahin, auf Wiedersehen.